Moin zusammen, schön, dass ihr dabei seid heute. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe die 50.000 Abonnenten geknackt. Und ich melde mich hier heute mal ganz speziell für dieses 50.000er Special direkt von der Uwe-Düne. Die Uwe-Düne auf Sylt, die höchste Erhebung Nordfrieslands. 5.200 Meter oder waren es 52,5. Auf jeden Fall ist es hier echt schweinekalt und es weht wie Sau. Wir haben hier so ein bisschen Sturm heute und die Düne ist so hoch, also man kann hinter mir sogar das Meer sehen. So hoch ist die. Ja, aber darum geht es heute gar nicht, sondern es geht heute natürlich um das 50.000er Special. Und ich habe die 50.000 Abonnenten erreicht heute. Und das ist wirklich so ein Wahnsinnsmeilenstein. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken an alle, die meinen Kanal abonniert haben und an alle, die mir jemals einen Daumen nach oben gegeben haben, die meine Videos schauen, die mich weiterempfehlen, die meine Inhalte teilen und. Also ihr seid einfach spitze. Ohne euch wäre ich halt nicht da, wo ich heute bin, also hier auf der Uwe-Düne. Nein, Quatsch. Ich meine bei YouTube. Und ja, was das alles so gebracht hat in den letzten 5 Jahren, was so die Highlights waren, das möchte ich euch heute mal ein bisschen zeigen. Also die Highlights aus 5 Jahren, denn mein erstes Video habe ich veröffentlicht am 12. September 2018. Ja, soweit war es schon. Also 5 Jahre ist es her und jetzt sind es 50.000 Abos. Also die Highlights aus 5 Jahren Move Electric. Bitteschön. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. 50.000 Abonnenten seit Erstellung meines YouTube-Kanals am 30.08.2018. 10,3 Millionen Aufrufe und 1,3 Millionen Stunden Wiedergabezeit. Also meine Videos haben sich ja doch scheinbar eine ganze Menge Leute angesehen. So, jetzt ist es soweit. Ich habe mir gerade eben diesen Tesla gekauft. Das waren also meine wirklich allerersten Worte auf YouTube in meinem ersten Video, hochgeladen am 12. September 2018. Das war, wo ich mein erstes Model S gebraucht gekauft habe und von Nürnberg nach Bremen überführt habe. 700 Kilometer Autobahn gleich am ersten Tag. Leider bin ich durch eine Baustelle gefahren, wo sie mit Betonschleifpaste rumgespritzt haben und der ganze Lack war versaut. Und ich konnte den Lack hinterher erstmal komplett neu aufpolieren lassen. Aber was soll's, das Video war immerhin gut für fast 5.000 Aufrufe im ersten Jahr mit einem kleinen Peak im Januar. Warum es diesen Peak gab, dazu kommen wir gleich noch. Und es hat immerhin 34 Abonnenten gebracht. Hey, auch ich bin halt sehr klein angefangen. Und dann im Januar 2019 die erste Folge unserer, glaube ich, 500-teiligen Serie. Wir fahren mit dem Elektroauto in den Winterurlaub nach Sylt. Damals noch total aufregend, weil es die erste wirkliche Langstrecke mit dem Model S war. Das war also mein erstes richtiges Roadtrip-Video und ich habe das in 2 Teile gesplittet, weil es wirklich fast Spielfilmlänge hatte. Und der erste Teil hier mit fast 15.000 Zugriffen in den ersten paar Tagen gefiel euch anscheinend richtig gut. Ich habe dadurch auch 200 neue Abonnenten hinzugewonnen, was für mich damals richtig wahnsinnig toll war. Man darf nicht vergessen, mein Kanal war da erst 3 Monate alt. Inzwischen erfreuen sich unsere Sylt-Roadtrip-Videos wirklich wachsender Beliebtheit und ich werde tatsächlich inzwischen hier auf der Insel am Strand angesprochen, in diesem Urlaub sogar mehrfach hintereinander. Und da treffe ich Abonnenten, die mich wiedererkennen oder wahrscheinlich erkennen sie hauptsächlich Myla. Und dadurch entwickeln sich immer super nette Gespräche und das macht wirklich Spaß. Und obwohl die Sylt-Urlaube doch ja irgendwie jedes Jahr gleich sind, versuche ich natürlich in die Videos immer wieder einen anderen Aspekt der Insel reinzubringen. Und einmal wurde sogar ein Video von mir in kompletter Länge auf Sylt-TV ausgestrahlt, wo es darum ging, dass ein Elektroautofahrer die Ladeinfrastruktur auf der Insel bewertet. Wir sind jetzt hier an der Sansibar, die berühmte Sansibar auf Sylt. Die haben auch eine Ladesäule. Leider ist sie außer Betrieb. Und das hat sogar dazu geführt, dass mich hin und wieder sogar Leute an der Kasse im Supermarkt hier auf der Insel wiedererkennen. Also relativ skurril für mich, muss ich sagen.
Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bin ich in einem ganz ungewöhnlichen Auto, nicht in meinem Tesla, nein, sondern ich darf heute den Audi e-tron 55 Quattro Probe fahren. Tja, das war im April 2019 und wer konnte denn ahnen, dass dieses Audi e-tron Video das erfolgreichste Video werden sollte, was ich jemals gemacht habe. Über 430.000 Aufrufe und fast 1.000 Abonnenten hat mir dieses Video beschert. Also das war so einer dieser Meilensteine, der meinen Kanal das erste Mal so richtig nach vorne gepusht hat. Und natürlich durfte auch damals schon der erste Hundetest nicht fehlen, den ich aber aufgrund der Kameraführung mit einhändigem iPhone irgendwie nicht richtig durchführen konnte. Ja, meine Ausrüstung bestand damals nur aus einem iPhone und da war halt noch nicht alles möglich, was ich heute so machen kann. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan von dem Wagen und das hätte ich echt nicht erwartet, dass mich der Wagen hier so begeistert. Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es folgten diverse Videos über Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und natürlich auch über Wasserstoff. Und apropos Wasserstoff, das autarke Einfamilienhaus mit dem Piquea-System für Wasserstoff zu Hause. Das war mein zweiterfolgreichstes Video ever, hatte auch 400.000 Aufrufe. Das war im August 2021, bescherte mir fast 4.000 neue Abonnenten und hat meinen Kanal dadurch echt richtig nach vorne gepusht. Die Wahrheit über Batteriedegradation hat es auch in meine ewige Top 10 geschafft. 190.000 Aufrufe im Moment und 2.300 neue Abonnenten. In diesem Video gab es übrigens auch einen legendären Versprecher, da ging es um die Größe der Tesla-Akkuzellen. Aber gut, wer weiß, wie viele zusätzliche Abonnenten mir das gebracht hat. Übrigens, die Bezeichnung 18650 kommt vom Durchmesser der Zelle, nämlich 18 mm und der Länge, nämlich 650 mm. 650 mm, so ein Quatsch. Weiß doch jeder, dass das 650 cm sind. Auf Platz 10 liegt der VW ID.3 in der Pure Performance Variante. Meine Top 10 der preiswerten Elektroautos 2021 sind ebenfalls in der ewigen Bestenliste mit 217.000 Aufrufen und insgesamt 1.109 Abonnenten. Und auch im Jahr 2023 gab es einen Bestseller, der jetzt schon an der 300.000 Aufrufemarke kratzt. Das war das Video über Natrium-Ionen-Akkus. 1.100 neue Abonnenten hat mir das beschert. War relativ kurz, aber doch irgendwie ziemlich erfolgreich und das kam für mich tatsächlich komplett unerwartet. Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und heute bin ich hier in Hannover auf dem Messegelände. Michael Schamberg und ein größerer Michael Schamberg, der sieht irgendwie besser aus als du. Roland Schürn, moin. Moin. Weiß nicht, ob du mich kennst? Jens, Move Electric, YouTube? Ja. Und dann gab es natürlich die zahlreichen Community-Events, angefangen 2019 mit dem E-Day in Bremen-Blumenthal, über das Sexy Cars-Treffen in Hannover, über diverse E-Cannonballs bis zur ED1000 und natürlich die Sexy Community in Hamm 2023. Alles mega geile Community-Events, wo wir uns getroffen haben, wo ich super Gespräche führen konnte und die mir gezeigt haben, wie toll die Elektroauto-Community ist und ich bin echt stolz, dass ich dabei sein darf. Dann würde ich sagen, schalten wir nach Gmunden. Hallo Jens! Ja, moin zusammen, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Und dann gab es noch kurz vor Weihnachten 2023 ein Short im Stau auf der Autobahn mit dem E-Auto. Das ist ziemlich viral gegangen und hat bis jetzt 230.000 Aufrufe und Tausende von Kommentaren bekommen. Leider sind die meisten doch ziemlich grenzwertig, aber seht selbst. Leute, ich befinde mich jetzt hier im Stau auf der A27 schon seit fast einer Dreiviertelstunde. Die Autobahn ist gesperrt bei heftigen Schneetreiben. Ich bin hier mit dem Audi SQ8 Sportback unterwegs. Wollen wir mal sehen, wie lange wir hier stehen und wie viel Prozent Akku wir verlieren. Und während bei den anderen Autos hier die Motoren laufen und die Luft verpesten, stehe ich hier ohne Emissionen.
Ohne Emission, oh ja, diese Aussage hat bei den meisten Verbrennerfahrern irgendwie die Hasskappe zum Vorschein gebracht und da kamen dann Kommentare. Irgendwie ist es Short-typisch wohl die richtige Zielgruppe gewesen, denn unter meinen langen Videos finde ich solche Hasskommentare eher selten. So, das war mein 50.000er Abo-Special. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wie ihr es auch schon in der Vergangenheit gemacht habt. Und übrigens habe ich seit kurzem auch noch Kanalmitgliedschaften. Das heißt, wenn ihr mich noch mehr unterstützen möchtet, könnt ihr auch gerne Kanalmitglied werden. Schaut euch das mal an. Ist natürlich total freiwillig. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, die ich dieses Jahr veröffentliche. Schön, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Dann macht's gut, habt eine schöne Zeit und ich werde mich hier erstmal wieder von der Düne kämpfen. Aber runter geht's, glaube ich, schneller als rauf. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.